Hallo Freunde, wir möchten euch heute mal ein paar neue Nudelmatrizen vorstellen. Wir wollen uns Nudeln in Zukunft selber machen, hatten wir euch ja schon gesagt. Und da hatten wir euch die kleine Philips Nudelmaschine vorgestellt, die kleine Viva. Mittlerweile haben wir auch die große, die Avance. Und da gibt es ja überall schon Matrizen für, wo dann die Nudeln vorne rauskommen. Das sind aber dann meistens diese Standardmatrizen, dass man hier so ganz klitzekleine Spaghettis machen kann, Lasagneplatten, Bandnudeln und was weiß ich. Aber wenn man so eine Nudelmaschine hat, will man ja auch mal besondere Nudeln machen. Und es gibt ja noch viel mehr Nudelsorten als die paar Teile, die da immer bei sind. Und wir stellen euch heute mal ein paar Matrizen vor. Ich habe da nämlich bei Amazon einen Shop gefunden, wo man Nudelmatrizen kaufen kann. Ich hatte euch schon mal vorgestellt, dass man die in Italien zum Beispiel bestellen kann. Jetzt kann man bei Amazon direkt kaufen. Diese Matrizen hier sind für die kleine Viva und man braucht dafür nicht mal einen Adapter. Also die passen haargenau in die Viva-Maschine rein. Ich habe mir da jetzt ein paar ausgesucht. Hier so eine Sternchen irgendwie. Da weiß ich jetzt nicht, ob das lange Spaghetti wären, aber das probieren wir aus. Oder lange Macaroni, die als Stern aussehen. Dann hatte ich mir so Motivmatrizen ausgesucht. Ein kleiner Hase hier und eine Schildkröte. Für Kinder ist es super, wenn man Nudeln selber macht. Und dann nochmal für Halloween, kam jetzt ein bisschen spät an, weil ich ein bisschen spät den Shop erst gefunden habe. Ein Kürbis, eine Fledermaus und eine Spinne ist doch wohl auch genial. Und wir zeigen euch dann einfach mal in der kleinen heute, wie man mit diesen Matrizen sich Nudeln machen kann. Aber es gibt ja die Matrizen auch für die Groß und die zeigen wir euch auch gleich mal. So, für meine große Avance-Nudelmaschine, und da fragt ihr euch jetzt vielleicht, warum hat die jetzt eine zweite noch? Weil die Avance wieder eine Waage drin hat. Die hat eine Waage und die rechnet dann aus, wie viel Flüssigkeit man braucht. Aber gerade bei diesen Matrizen hier mit so, wie sie hier zum Beispiel mit Weihnachtsmann, Engel und Tannenbaum, da braucht man dann immer einen speziellen Teig, sonst funktioniert das einfach nicht. Das muss ein richtig trockener Teig sein, aber das zeigen wir euch gleich mal und das funktioniert dann bei beiden Maschinen. Also da braucht ihr jetzt nicht überlegen, in welcher Maschine das dann jetzt probiert. Diese Teigmischung funktioniert dann jetzt in beiden Maschinen. Man muss sich halt bloß immer die Matrizen passend für die Maschine aussuchen, die man hat. Diese Schneeflocken hier fand ich zum Beispiel auch ganz cool. Wir haben jetzt Weihnachten, dann kann man Schneeflocken machen und eben Weihnachtsbaum. Das hat sie ja extra nur für mich. Ja, Lauf. Und dann habe ich solche... Jetzt hättest du nur sagen müssen, wovon träumst du noch? diese geschwungenen hier. Damit kann man dann diese verschiedenen Fusilli machen, die so gedreht dann immer sind. Die, ja, Fusilli heißen die halt, glaube ich. Und da gibt es dann eben auch verschiedene Varianten. Und wir fangen heute mal an und machen diese... Was ist denn das hier? Spinne, Fledermaus und Kürbis. Damit fangen wir heute mal an und machen da bunte Nudeln. Also eine Farbe mache ich jetzt erstmal. So, ich habe mich ja dann jetzt, wie gesagt, schlau gemacht, dass man den richtigen Teig hat für diese Matrizen mit Figuren, also Motivmatrizen. Und da braucht man Hartweizengrieß. Manche sagen Semola, das ist dieses italienische, aber Hartweizengrieß ist das gleiche, ist nur übersetzt Hartweizengrieß. Wir nehmen davon 300 Gramm, habe ich mir hier schon mal abgewogen. Dann braucht man dazu passend 110 Milliliter heißes Wasser, habe ich mir hier schon abgefüllt. Und ein Esslöffel Öl habe ich mir hier schon hingestellt. Und jetzt kann man das Ganze noch einfärben. Weil, wenn man sich schon Nudeln macht, dann will man natürlich auch bunte haben oder eben besondere Nudeln, nicht nur besondere Farben, Formen, sondern gleich auch eine besondere Farbe. Mit Kurkuma kann man die einfärben, dann werden die richtig schön gelb. Spinat sieht ja schon so aus, dann werden sie grün. Und rote Beete Pulver, alles als Pulver, damit werden sie dann rot. Wir haben uns heute entschieden, weil wir ja diese Halloween-Sachen machen wollen, wir nehmen heute rote Beete Pulver. Wir lösen uns in unserem heißen Wasser schon mal einen Teelöffel rote Beetepulver auf. Dann kann man das schön vermengen nachher, wenn das verknetet wird. Dann mache ich mir schon mal meine Matrize ran. Quatsch, wir wollten ja die andere. Spinne, Kürbis und Fledermaus. Wird einfach rangesteckt, passt. Das Ding hier drauf. Festschrauben, fertig.
Jetzt kommt unser Grieß in die Rührtrommel hier. Wie sich das gehört. Wie sich das gehört. Hier mache ich jetzt noch einen Esslöffel Öl gleich mit rein in meine Flüssigkeit. Also wenn ihr mehr davon macht, müsst ihr das halt umrechnen auf größere Mengen an Hartweizengrieß und Flüssigkeit und was weiß ich. Da wir jetzt die kleine Maschine nehmen, brauchen wir halt nur das, die kleine Menge. So, dann wird der Deckel aufgesetzt auf die Maschine. Dann können wir anstellen auf automatisch. Wenn man den Stecker rein. Wenn man den Stecker reingemacht hat, genau. Ah, so ein Unfall aber auch echt. In dieser Maschine ist ja nicht viel einzustellen. Wir haben es jetzt auf automatisch und auf Start. Dann geben wir unsere Flüssigkeit dazu, dass das verrührt werden kann. Und dann wird jetzt erstmal 3 Minuten geknetet. Bei den 3 Minuten bleibt das aber nicht. Wir müssen nochmal 3 Minuten kneten. Dann lassen wir den Teig ruhen. 20 Minuten bis halbe Stunde. Damit dieser Grieß mit der Flüssigkeit ein bisschen aufgehen kann. Dann wird nochmal geknetet. Wo kommt eine Hand hoch? Wo kommt eine Hand hoch? Hier an der Seite. Ja, eine Hand, klar. Blut. So, und jetzt seht ihr auch den Unterschied schon zu meinem ersten Teig, als ich mit der Maschine gearbeitet habe, den normalen Teig, den man immer verwendet. Den nimmt man für die ganz normalen Nudeln, wie Spaghetti und was weiß ich. Und wenn man diese Motivnudeln machen will, braucht man wirklich einen ganz trockenen Teig. Und jetzt seht ihr hier den Unterschied. Ich verlinke euch vielleicht mein erstes Video mal mit hinten mit dran, dass ihr seht, wie der erste Teig ausgesehen hat. Also man muss sich da erstmal ein bisschen reinfuchsen. Und wenn man in so eine Facebook-Gruppe geht und sich da ein bisschen austauschen kann, ist die Sache nämlich richtig super. Dann kann man ganz tolle Sachen mit dieser Maschine machen. So, jetzt hat der erste Durchgang geendet. Dann fängt die Maschine nämlich an zu piepsen. Und dann muss man ganz schnell ausschalten auf den Ausschalter. Jetzt stelle ich wieder an, drücke wieder auf Play, dann wird es nochmal 3 Minuten geknetet. Der Teig sieht schon richtig gut aus, finde ich. Und jetzt lassen wir es nochmal 3 Minuten kneten. So, und wenn es jetzt wieder piepst nach den 3 Minuten, jetzt habe ich wieder ausgeschaltet. Und jetzt lassen wir das in der Maschine 20 bis 30 Minuten gehen. Boah, ja. So lang? Ja, Teig braucht seine Zeit. Wir haben das Ganze dann jetzt fast 30 Minuten stehen lassen, also fehlen vielleicht noch 5 Minuten. Jetzt stellen wir das Ganze wieder an auf, wie heißt das, Automatik, steht hier oben auf Start. Und dann wird es nochmal durchgerührt, durchgeknetet und dann wird es ja selbstständig rausgeschickt. Also bei der Maschine kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen, da sind ja nicht viele Knöpfe. Ist eine schöne, einfache Sache, wenn das jetzt noch funktioniert, machst du auch das erste Mal, dann ist das natürlich super. So, jetzt hat die Maschine gerade die Pieps, jetzt dreht es andersrum und jetzt wird es hoffentlich hier vorne rausgedrückt. Die ersten sollen dann immer nicht so gut werden, die machen wir dann gleich mal ab und machen die dann nachher wieder in den Teig da rein, aber warten wir mal. Fühlt sich schon schön nach raus, wollte ich mir die Brille schon wieder lassen. Kann nicht mal mehr die Nudeln erkennen, ist ja schlimm. Da muss ich größer werden lassen. Muss man wirklich. Boah, was ist denn das da? Was wird denn das jetzt? So, jetzt muss man erstmal, die Matrize soll ein bisschen warm werden. Durch den Druck wird das ja auch warm. Und je länger man jetzt Nudeln durchlässt, desto besser wird es. Man braucht einen scharfen Gegenstand, wo man das jetzt mit abmachen kann. Die meisten nehmen da so ein scharfes Messer für. Und das wären wirklich kleine Spinnen und kleine Flattermänner. Guck dir das an. Ja, der Teig ist wichtig. Der Teig ist wichtig. Dann hätte das mit deinen Fötchen auch funktioniert. Das liegt immer nicht an der Matrize, das liegt am Teig. Ihr müsst den richtigen Teig finden. Das ist immer die Sache. Ist man so kann cool. Sie ja erkennen, was das wird. Ja. Das muss ich jetzt die ganze Zeit machen, bis das alles leer ist. Hast du noch weiter zu tun? Nee. Das
So, dann werde ich erstmal jedes Haus aufräumen. Ja, klar. Kaffee trinken? Nur mal meine Brille, ich sehe nicht. So, jetzt geht das langsam auch schneller. Und man sieht auch, dass das Nudeln werden, also richtig, was das werden soll, sieht man, kann man erkennen. Je länger das läuft, desto besser wird der Teig jetzt hier anscheinend. Ich muss mal kurz ausmachen und die Reste da wieder hinmachen, die zu Anfang frisch geworden sind. Ich habe zu viel Schmutz. So, jetzt habe ich die Reste da schnell mit reingemacht wieder. Nein, wird man nicht cool ersten. Ist. Ja, wenn das mal nicht cool ist, finde ich auch. Das ist jetzt zu groß werden lassen. So edel, dann hast du kleine Kürbisse, kleine Flattermänner. Wenn du durchgeworden ist, schmeißt du sie wieder rein. Man muss das eben ordentlich abschneiden. Darfst du keine Ermüdungserscheinungen kriegen am Abend, musst du immer fit sein. Also Nudeln machen hält fit. Kräftig. Kräftig die Ober- und Unterarme. Ich enthalte mir da der Stimme. Und es klebt nicht zusammen wie die. Ja, weil der Teig trocken. Der Teig ist eben trocken. Du hast den richtigen Teig gefunden. Ja. Ich schneid mir noch den Arm ab hier. Ja, musst du ja die Pulsader aber nicht gerade. Ja, musst du nicht gerade einen Arm hinhalten. Ne? Kleine Spinnennudeln. Da bin ich ja mal gespannt, was unser Enkelchen sagt. Flattermänner und Spinnennudeln. Meinst du, der erkennt das? Keine Ahnung. Also, denke ja. Alte wird es halt. Ja. Aber der schätzt nicht die Arbeit, die er da macht. Wer soll er nicht wissen? Aber er darf ja dann mit Nudeln machen. Wir wollen ja dann mit Mama auch Nudeln machen. Deswegen habe ich ja die Farben jetzt alle geholt, dass wir bunte Nudeln dann machen können mit dem Käse. Und kann man auch die Zeit der Feiertage rumfliegen. Ja, so langweilt man sich wenigstens auch nicht. So, ich bin jetzt gerade hier dabei, die ein bisschen auseinander zu machen, weil ich sie doch relativ auf einen Haufen habe fallen lassen. Wenn man jetzt mal nicht ordentlich abgeschnitten hat, sehen sie natürlich das so. Das sieht man jetzt nicht. Wo bist denn du? Sehen sie so warte, aus. Ich geh dahin, wo deine Hand ist. Ja. Hast du? Ja. Dann sind sie eben mal zusammen. Aber im Großen und Ganzen sind sie, wenn man richtig schneidet, man muss das Schneiden natürlich auch üben, das ist wie bei allen, dann hast du vorne und hinten hast du das richtig. Ja. Also muss halt richtig geschnitten sein. Der Teig ist jetzt in Ordnung, so wie er ist. Das ist alles nochmal Übung, wie gesagt, zu schneiden. Aber ansonsten haben wir jetzt endlich tolle Motivnudeln rausgekriegt. Die lassen wir jetzt hier ein bisschen trocknen und kochen die aber nachher gleich. Und dann gibt es schön rote Nudeln mit Tomatensauce. Was das alles gibt, ey. Als ich komme aus dem Staunen ja nicht wieder raus. Ja, das ist Wahnsinn. Da muss man halt auch drauf achten, dass man sie nicht zu dicke macht. Hier habe ich sie jetzt wieder zu dick werden lassen, aber das ist, wie gesagt, Übung. Das liegt nicht an der Matrize und jetzt liegt es auch nicht mehr am Teig. Das war jetzt mein Schneiden, dass ich das nicht hingekriegt habe. Ja, du musst ja nicht die zeigen, die jetzt missglückt sind. Genau, aber die meisten, die sind halt gut geworden. Und die können wir dann jetzt nachher kochen und essen. Wir können auch die, die nicht geworden sind, kochen und essen. Ja, mein Gott. Mit deiner Ungeschicktheit. Also ich verlinke euch, wo man die Matrizen bekommen kann. Wir werden auch öfter mal noch andere machen, weil es ja immer wieder neue Matrizen gibt. Wir werden jetzt demnächst dann auch diese mit der großen Maschine dann diese Weihnachtssterne, also diese Schneeflocken, sind ja keine Weihnachtssterne, Schneeflocken machen und sowas, dass er sieht, dass das auch funktioniert. Aber jetzt haben wir hier Kürbisse, Flattermänner und Spinnen. Cool, Wahnsinn. Das sind jetzt bloß 300 Gramm Mehl, also Grieß gewesen, ja. Ja, so viele. Ja. Eine Sache haben wir noch für euch. Ihr seid jetzt bestimmt neugierig, wenn man das hier abmacht. Da ist jetzt überall noch ein bisschen Teig dran. Das kann man jetzt hier hinten das Große ein bisschen abmachen. Und dann lässt man diese Matrize, so wie sie ist, einen Tag mindestens trocknen. Und dann kann man das durchstechen nachher und dann fällt es raus. Also wirklich, wirklich trocknen lassen. Ja, wenn man das jetzt so frisch rausmachen will, dann ist das eine Pummelarbeit. Dann dreht er durch dabei. Trocknen lassen. Aber ich musste lernen. Muss ich lernen. Wenn der Nervenkranke rumlaufen, dann weißt du, die haben eine Maschine. Ja, haben eine Nudelmaschine das erste Mal ausprobiert, ja. Nudeln zu trocknen ist dann nochmal eine andere Liga. Das dauert dann zwischen 5 und 7 Tagen. Das kann man vielleicht dann mal später mal zeigen oder probieren. Aber eigentlich ist ja so eine Pastamaschine dafür gedacht, um sich frische Pasta zu machen zu jedem Zeitpunkt. Wer das als Geschenk machen will, muss sich dann mit Trocknen noch ein bisschen auseinandersetzen, aber da gibt es dann auch Hilfsmittel, wo man die reinmachen kann. Also bleibt weiterhin neugierig. Wir machen damit bestimmt oder auf jeden Fall noch mehr. In diesem Sinne, wir sehen uns. Bleibt neugierig.
wir können das Wissen unseren Zuschauern nicht vorenthalten. Nee, und wenn das lecker ist, schon mal ja nicht. Genau. Ja.